Huhu, hier wieder beim Koali und bei der Terra May in der Secret World. Wir sind hier bei Tutmosis. War ich noch eine Nebenquest? Ne, wir haben keine Nebenquest mehr offen. Und gucken mal, was der uns hier an Missionen gibt. Einmal die dunklen Orte. Und wieder zwei erledigt. Mach neue Kerben auf dem Brett, Bruder. Und das in deiner Schicht. Wärst du bei deiner Schicht auch so aufmerksam, wäre die Waage des Krieges bereits auf unserer Seite. Ach, steck doch den Kopf in den Sand, großer Vogel. Du hast ein großes Mundwerk, Kätzchen. Aber dein Biss ist schwach. Deine Zähne sind stumpf vom eitlen Plappern. So amüsant euer Zank auch ist, es wäre besser... Da kommen noch mehr von ihnen. Aus der unheilvollen Schlucht. Sie sammeln sich wie Moskitos am fauligen Wasser. Als wir die Tempelstadt belagerten, in Fleisch und Blut, haben sich die Bestien des schwarzen Pharao gesammelt. Sie wussten, es wäre dumm von uns, sie zu verfolgen. Aber du warst furchtlos. Du sahst ein Vipernest und zögertest nicht, ihnen die Köpfe abzuschlagen. Das ist längst vergangen, Hemi. Ich bin jetzt achtsamer. Um die Schlucht zu reinigen, rate ich zu Strategie, Positionierung und Vorsicht. Und es hat nur Jahrtausende gedauert, bis du so erleuchtet warst. Unsere Familie ist nun mal stur wie Stein. Okay, wir müssen einen idealen Aussichtspunkt zum Absuchen der Schlucht finden. Du weißt schon, welche Quest das ist, ne? Nein. Das ist nicht die. Meinst du? Sag nicht so gruselige Sachen zu mir. Es fängt schon wieder gut an, diese Folge hier. Autsch. So. Na toll. Haha. Spick dir mal zu, ne? Bist du runtergefallen und ich nicht, oder? Nein, ich bin hier auf einem ganz anderen Felsvorsprung. Hä? Wo denn? Hinter dir, hinter dir. Oh, wir müssen da hingekommen. Ja, der Vogel hat mich hier hingeschmissen. Mhm. Na dann. Leroy Jenkins! Sag ich doch, ist die Gier. Die Schluchtengeister zu. Jetzt bin ich mal gespannt, wie lange das dauert, weil du machst ja nicht platt. Wir kürzen das ab, indem Terra die einfach alle tötet jetzt hier. Mhm. Denn ich kann ja mal spoilern, es ist gedacht, dass man dabei steht. Ob man das wirklich abkürzen kann damit? Ich weiß es nicht. Es kommen irgendwann so viele, dass es... Ja, tun sie jetzt auch. Jetzt. Das krieg ich nicht mehr. Da bin ich gut. Oh nein. Ich muss ganz alleine. Ja? Ich halte aber noch raus. Verloren. Wir haben verloren. Wir sind schlecht. Ah, nicht lange. Du weißt doch, wir dürfen jetzt hier... um Hilfe suchen. Den Geist auf den Krieger folgen. Folgen ihm. Los, führ uns zum Licht. Wir sind doch schon in der Geisterwelt. Warum müssen sie denn so lahmarschig sein? Ich weiß es nicht. Vielleicht war er zu seinen Lebzeiten auch schon lahmarschig. Wir können da wieder nicht durchhüppen. Nein. Den Bewacher der Grenze besiegen. Ach, da ist wieder so ein Hundi. Ja. Und Terra hat wieder einen Schluck auf. Nein, hat sie nicht. Das ist nur so ganz kurz. Also eigentlich ist es immer nur einmal, aber ich habe die Zwischenzeit irgendwie momentan auch. Dass ich zweimal hintereinander hickse und das war's dann.
Meine Mutter pflegte zu sagen, Hicks sprach das Essen und kam wieder. Boah, jetzt übel. Weiß schon, dass wir uns nochmal jetzt sterben. Ich mag die Quest nicht. Ich auch nicht. Aber sie ist, glaube ich, nicht so schlimm, wie wenn man sie das erste Mal macht. Vier Klingen. Wo ist die Klinge? Da ist die Klinge. Was bist du denn? Ah, ich bin, glaube ich, falsch. Ich habe mich falsch wiederbelebt. Wie? Du hast dich schon wiederbelebt und ohne die Klinge zu aktivieren? Mhm. Einmal mit Profis. Einmal mit Profis, sag's euch. Wer sagt denn, dass ich Profi bin? Hm? Niemand. Bootcamp, ich sag's dir. Ich will das Schwert. Ja, ich auch. Da werde ich auch zum Nahkämpfer, wenn ich das kriegen würde. Das Portal in der Nähe benutzen. Und wieder zu dem... Hier sind wir. Wo sind unsere Krieger? Wir rufen sie. He-Man! Hey, wir spielen Frauen, wir sind She-Ra, wenn. Ja, natürlich. She-Ra. Wie ist denn mal dieses komische Vieh, was Flügel als Ohren hatte? Ich weiß, was du meinst, aber es fällt mir nicht ein. Kaul. Ich finde ja, He-Man wurde ja schon mal verfilmt, ja. Ich finde, man sollte She-Ra auch mal verfilmen. Definitiv. Gleichberechtigung und so. Kannst du so She-Ra besser als He-Man? Da gibt es ja nur einen Mann. Bei She-Ra. Und die Bösen halt, ne? Schön, dass hier alle kämpfen. Achso, das fliegt ja noch. Ja, okay. Ich muss schon sagen, wo eine zu sehen. Aua, Farbe. Das ist unfair. Ich will mithauen. Bist du das unsichtbar machen? Ja, irgendwie schon. Aber jetzt nicht mehr. Jetzt ist es gut. Die Krieger durch die Schlucht führen. Los, alle der Terra hinterher. Miteinander. Kennst du das auch noch? Nö. Sag Miteinander. Harald Schmidt und Feuerstein. Früher auf Sat 1, glaube ich. Nee, das habe ich nicht geguckt. So, ja, wir müssen jetzt einfach weiterlaufen. Ja, sonst werden wir hier zugekackt. Von oben. Ich habe heute im Radio gehört, irgendeine komische Stadt, ich glaube Soest oder so, hat ein Krähenproblem. Wo wir eben bei Krähen waren. Ach ja. Mhm. Ja, Soest ist oben in im Ruhrpott. Und zwar haben die so viele Krähen, die die auch nicht wegkriegen, dass die ganze Stadt vollgeschissen wird und Lärmbelästigung ist ein ganz großes Thema. Ich dachte Tauben, aber okay. Ja. Na gut, also das mit den Krähen, das Problemchen, das finde ich hier eigentlich anders. Also nicht so extrem, aber wir haben hier auch schon zwischenzeitlich Fälle gehabt, wo die doch ziemlich viel geworden sind und man Angst hatte vor Krähenangriffen.
Wenn die wenn sie brüten, weißt du doch, dann sie verteidigen sie einen gewissen Radius um ihr Nest herum. Mhm. Und da greifen sie alles an. Auch wenn das nur ein Passant ist, der eben auf dem Bürgersteig seinen Weg gehen will. Ich habe ein neues Gewehr, das sieht aber scheiße aus. Ja. Je höherstufiger die Waffen werden in diesem Spiel, desto beschissener sehen sie aus. Mhm. Nein, nicht alle, aber bei Gewehren. Die coolsten 10 Sachen sehen noch alle kacke aus. Ey! Oder? Meine Pistolen sind cool. Diese Spielzeugpistolen? Spielzeug? Das sind doch keine Spielzeug. Ja, du hast ja das Skin verändert, oder nicht? Ja, natürlich habe ich den Skin verändert. Ja, der Grundskin ist kacke. Wo sind wir denn hier? Hier, Karte. Guck mal, hier sind tote Orangs. Ja, was hat die wohl gekillt? Terra. Nein. Nee? Ich war nicht da. Ich bin doch gerade erst hierher gekommen mit dir, also. Du warst hier schon mal, das weiß ich genau. Mindestens einmal, wenn nicht sogar 2 bis 3 Mal. Aber. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Ja, wir müssen wieder hoch zu. Oh Gott. Wem waren wir denn jetzt gerade? Wir waren bei Horus, ne? Hier ist irgendwo eine Nebenquest. Hat man das schon? Nee. Ah, nee, hier ist das. Hier der, mit den Meteoriten. Das ist cool. Wo man hier auf die Meteoriten klicken muss. Ne? Mhm. Einen anderen Krater untersuchen. Wie gut, dass es hiervon ganz viele gibt. Kriegst du aber auch hin. Pfeil in welche Richtung? Ja. Ja. Gibt's hier eigentlich auch Rares? Das wäre so eine Stelle, wo ich, wenn ich Spieleentwickler wäre, einen einbauen würde. Nein. Gut, dass ich kein Spieleentwickler bin. Bei den Heuschrecken unten gibt es einen Rare. In dem Tempelgebäude gibt es keinen. Dann noch ein, der ist bei ein paar Ruinen. Hey. Ups. Was hat das denn jetzt? Mein ein Virus? Das ist Worf. Kennst du nicht Worf? Nö. Star Trek? Oh. Ja, okay, dann war es ja dein Handy. Nicht dein. Ich dachte, ein Antivirus-Programm wäre es. Dann von, Das hab ich mal gehabt, aber dann habe ich den Sound ausgestellt. Ich habe auch Antivirenprogramme. Das ist zumindest das, ja, erste, das ist schon was man klar, ausstellt. Natürlich, aber. Also, es ist schon lustig, wenn die da anfangen. Außer auf meinem Arbeitscomputer. Da habe ich solche Einstellungen, glaube ich, nicht wirklich vornehmen. Da muss ich mal um alles auf Erlaubnis bitten, bis ich da irgendwas ändern darf. Na toll. Dann labert dich die ganze Zeit die Sprache. Ja, es ist alles nervig. Genauso wie wenn du dann surfen musst und darfst keinen Adblocker installieren. Oh, das ist das erste, was ich jeweils immer auf meinem PC mache. Also klar, dürftest du das, aber dann musst du es erst irgendwie. Darf ich das machen? Ja, natürlich. Sofort. Warum hast du das noch nicht installiert? Die Golems kommen denn noch aus diesem Meteoriten hier raus, ey. Ja, das wird wieder kochen.
könnte mal einen coolen Okkult-Talisman droppen. Aha. Wenn ich von meinem QS5-Ding wegkomme. Pistolen. Juhu. Ist was für dich? Ich hab bessere. Schönere. Der Lestrack läuft doch immer noch mit seinen Baby-Spielzeugpistolen rum. Ne? Ja, weil er bestimmte haben soll. Und hier bisher nicht wieder getroppt sind. Brauchen wir nicht. Das ist nur die Schmelze. Egal. Erfahrungspunkt. Stimmt auch. Naja, der wäre ja ganz bestimmt. Das sind ja die, die ich habe. Nachmacher. Ja, ne? Oh, diese Mitläufer. Hast du unseren Spielfunk runter mal gesehen? Das war witzig. Nee, noch nicht, aber ich wollte es mir unbedingt angucken. Lestrack war super. Erzähl. Er hat nichts gemacht die ganze Zeit. Und ich hatte als Spielleiter schon irgendwie schlechtes Gewissen, weil er irgendwie nichts gemacht hat und nichts zu tun gekriegt hat. Und nein, das fand ich voll toll, dass ich nichts machen musste. Okay. Ja, genau. So habe ich auch reagiert. Also wenn, dann würde ich doch gerne auch irgendwie was irgendwie machen können oder so, weil es ist ja so... Ja, ich habe die ganze Zeit irgendwie immer versucht, so ja irgendwie ihn anzuspielen oder so. Irgendwie, nö, ich bleib hier stehen und mach nichts. Beobachte weiter. Okay. Lestrack. Freundchen. Wenn du das hier hörst, ne? Wenn du das hier siehst. Wir müssen uns mal unterhalten. Über was? So geht das ja mal nicht. Du bist kein guter Spieler. Das würde ich jetzt so nicht formulieren, aber... Nächstes Video, das Horusauge. Im schmutzigen Schatten der Pyramide des schwarzen Pharao wird seine Armee stark gemacht. Ihr General hat von Aton alle Segnungen erhalten. Hackt man ihn in Stücke, lacht er nur und spuckt einem schwarzen Teer ins Gesicht. Ihr Gott ist ein falscher Gott, aber dies ist die Wiege seiner Macht. Mein Gott bleibt wahrhaftig, aber... Es ist so lange her. Ich weiß nicht, ob er noch Hof hält. Hüte dich vor Blasphemie, Bruder. Wir haben unsere Zivilisation überlebt. Was, wenn wir unsere Götter auch überlebt haben? Dann leben sie durch unsere Pesediet. Und unsere Erinnerung rechtfertigt sie. Ich kann nicht glauben, dass ich das sage, aber... Was reicht. Demut wirkt eigentümlich an dir, Schwester. Hören Sie! Als wir auszogen, um uns den Atonisten zu stellen, trugen wir göttliche Siegel, angelegt von Kindkönig Tut persönlich. Wenn Sie das Horusauge herstellen, es auf einem Altar opfern, überlasse ich Ihnen leihweise diese Macht. Vernichten Sie damit die Anhänger des Generals mit rechtschaffenem Feuer. Und dann ihn. Damit Gerechtigkeit herrscht. Damit Vergeltung geübt wird. Damit Ägypten beschützt wird. Es ist so ein bisschen hier wie bei Herr der Ringe und meine Axt und das und das und so. Wo ist denn das Horusauge? Haben wir das denn jetzt hier? Nee, haben wir nicht, natürlich nicht. Wir müssen ja jetzt zum Reformatorium gehen, um uns das zu... Oh Gott, oh, wir müssen da unten rein. Wo müssen wir rein? Na, in das Dunkelteil, wo... man dann auch
die einzelnen Räume freischalten muss, weiß nicht mehr. Sicher? Das ist doch das Ding, oder? Sieht jedenfalls so aus. Nein, nein, das ist das hier, wo die ganzen Leute hier sind. Wo wir den Buff kriegen und damit den Leute um. Ja, genau. Okay. Und ich dachte schon. Das letzte Mal, wo ich hier war, hatte ich eine tolle Sache, wenn man die Leute mit einem Schuss töten konnte, aber das ist ja fast Arbeit hier. Ich bin ja schon unterwegs. So, da haben wir doch schon ein Siegel verdient. Das andere müsste auf der anderen Seite sein. Tun. Nix da. Wie nix da? Hey, nix da. Ja, Leute, ich habe alles versucht, aber geht nicht. Nein. Bis die ersten in die Comments reinschreiben. Ah, toll. Könnt ihr ja machen, aber der lebt nicht. Seit du mitspielst, gucken mehr Leute meine Single-Real-Folgen. Das ist was? Gruselig. Ja. Ich hab doch gar nichts gemacht. Ich bin doch nur schwarz, ne? Ja. Ich bin nur ein Mädchen! So. Abam vom Schwarzen Nil. Geronimo! Wo bist du, Abam vom Schwarzen Nil? Du bist es nicht, das ist der End-Typi. Ich glaube, da hinten ist das. Da hinten ist er. Und zuerst den Verderbniswirker. So, und ich ziehe schon mal hier hin. Denkt man, dass du das Ding da an meinen Siegel nimmst. Das zählt's nicht. Ne? Boah. So viele Debuffs auf mir. Haben wir erst den auf dieser Seite? Jetzt müssen wir ja wieder zurücklaufen. Das wir wahrscheinlich eh müssen. Ne? Hallo! Cheppe! Ich beneide Sie! Gehöre Sie doch zu den Ersten, die in heiligen Flammen verändert werden! Red nicht so viel. Wenn der Tag lang ist. Oder den da noch? Den da noch. Ist ein Entweiherhammer. Allein vom Namen her müssen wir hier schon. Ist ja tot. Tot. So. Na toll, habe ich mich hier in die Wand geglitscht? Nee. Bist du in die Wand geglitscht? Nee, sah so aus. Tun.
So, ich habe Andolfo gelesen. Andolfo. Okkult-Talisman, Mann. Ach ja, hat auch nichts gedroppt. Eine Frechheit ist das. Ah, jetzt haben wir den Hazard schon. Schnell noch die anderen töten, ne? Ja, kriegen wir nicht. Ah, ne, der respawnt. Eben. Autsch. Wie viel Schaden hat der Hammer gerade gemacht? Nicht drauf geachtet. Okay. Hammer, Hammer, Hammer. Das ist ja überhaupt der Tippi, den wir platt machen müssen. Ne, sag mal. Sag mir nur von wegen, wie viel Schaden ich kriege. Gibt denn schon? Ja. Unten. Was ist denn oben hin? Ich hab den hier in der Mitte noch nicht. Nee. Den. Gut, hast du wahrscheinlich getötet. Also, okay. Lass mal auf den Spawn gleich warten. Was ist das, wenn man so schnell tötet? Pass ja auf. Pass ja auf. Mach lieber nochmal einen Debuff drauf. Einen Buff meine ich. Nicht, dass der aufhört. So, dem Beben. Was war das Beben? Jetzt? Jep. Jetzt noch den Hatzat. Das zweite Mal vernichtet. Ja, ist er doch. Hallo, Mr. Hatzat. Weil ich es kann, schieße ich mal in die Luft. Eine Glyphentasche! Yay! Ein QS9 Pigment, das ist doch. Aber es hat weniger Durchdringung, weniger Angriffswert, weniger Trefferwert. Das brauchen wir nicht. Es ist für nichts Nutze. So. Dann müssen wir da lang, um hier wieder rauszukommen. Da hoch. Hier lang. Typis töten. Okkult-Talisman ist mein Okkult. Oh, Hammer. Man kriegt nie das, was man will, ne? Mhm. Außer Villandisch eben. Ich will eine Schrotflinte. Zack.
So. Mal wieder hier oben. Ja. Bei den Menschenjägern. Oh, ich finde das so witzig, diese Arterienpuls, der ist echt witzig. Weil am Anfang habe ich das nie gecheckt, dass er das stackt, aber. Bei wem waren wir denn jetzt gerade? Das ist eine gute Frage. Waren da bestimmt. Bei Tutmosis. Ja, das ist eine Party. Tutmosis ist. Moses ist. Da oben. Rechts rum. Genau. Ich müsste eigentlich zurück in die Zukunft nochmal gucken. Definitiv. Ich habe noch so einige Filme, die ich mir jetzt so letztens nochmal angucken wollte. So ein paar Resident Evil Filmchen. Oder. Oh. Die haben wir jetzt alle. Ja, ich musste noch einen Quest wieder zurückbringen. Mhm. Und den Shop öffnen zum Verkaufen. Dieses komischen Hammers und dieser komischen Sachen, die ich hier aufgesammelt habe. So. Und dann war es das auch schon wieder für heute. Danke, dass ihr zugeguckt habt. Bye, bye. Tschüss.